Servus Leute, wir sind zurück bei Ultra 3 Wildland hier auf den Skellingen. So, und jetzt wollen wir die E-Nebelinsel finden, um Ciri zu holen. Und dafür müssen wir uns ja auf ein Boot begeben. Okay, und am besten noch schaffen, dass wir raussegeln können. Okay, wir fangen jetzt hier gleich mit dem fetten Bug an, oder was? Sonne der Scheiß. Können auch nichts schieben oder sonst was. Dann müssen wir uns ein anderes Boot suchen. Das ist ja voll kacke. Okay. Jetzt nicht euer Ernst, oder? Jawohl, jetzt hat. So, und auf zur Markierung hinterher. Bin schon gespannt drauf, Ciri zu sehen über die Insel. Alter, geil. Fetter Wal. Richtig geil gemacht. Wo müssen wir überhaupt hin? Wie weit fahren wir da überhaupt? Müssen wir irgendwo vorbeifahren? Alter, nicht euer Ernst, oder? Da ist wir sind ja Ewigkeiten unterwegs. Bloß da mal zu hinfinden. Kann man das irgendwie abkürzen? Wir haben da drüben, da waren wir glaube ich schon mal. Naja, hilft nichts. Aber so, ich denke mal, dass hier auf der Reise nicht viel passiert. Dann segel ich jetzt da einfach mal rüber und dann sehen wir uns aufs Geld, also auf der Insel, da wenn ich mit dem Boot da drüben bin. Also dann, bis später. Servus Leute, wir sind jetzt wieder zurück bei Witcher 3. So, ich bin jetzt in der Nähe von der Markierung. War ein richtiges Gegurke. Aber jetzt müssen wir langsam an den Bereich rankommen, wo wir zur Nebelinsel rüberkommen. So. Jetzt hier wird auch schon. Haben wir auch schon recht dichten Nebel. Okay, so dicht ist der nicht. Speichere jetzt dein Spiel. Okay. Wenn uns das sagt. Okay. Ja, es wurscht, wir reisen einfach jetzt hin. Alter, schick. Kern des Dings aus, ist da davon. Der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig, doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie es auf der Nebelinsel ausschaut. Okay, wir müssen jetzt diesem Licht da folgen, wa? Okay, ein richtiger Schiffsfriedhof. Das Medaillon vibriert. Okay, das machen wir doch. Nämlich, dass wir das jetzt durch das Segel gar nicht sehen. Wow, langsam.
Braune. Ich bin mal gespannt, wie wir da, wo wir da jetzt rauskommen. Ich glaube, das wird lustig. Alter, machst du mein Boot kaputt? Alter. Noch eine rauskommen gibt's auf die Nuss. Aber wir lassen uns da gar nicht weiter aufhalten. Wir fahren einfach straight weiter. Okay, da fliegt noch so viel rum. Okay, einfach weiterfahren. Dann können die uns nichts. So, wir haben jetzt hier einen Anlegeplatz, gehen wir davon aus. Jetzt können auch diese Viecher waren, könnten jetzt auch kommen. Okay, dann immer noch den Glühwürmchen hinterher. Alter, das ist eine Art Nebling. Bloß die stärkere Version war. So, okay, gehen wir her. Okay, die verkohlen da so schön vor sich hin. Bin mal gespannt, wie wir sie die finden. Wie es ausschaut. Bin mal echt gespannt. Der Quest schaut bis jetzt recht interessant aus. Okay, da ist ein Haus. Ist die da drin? Das Glühwürmchen hat vor der Hütte angehalten. Ich sollte reinschauen. Alter, du bist sau intelligent. Verschlossen. Ist da jemand? Verdammt. Niemand daheim? Ich will nichts Böses. Bitte aufmachen. Du hast unsere Deckung auffliegen lassen. Wer bist du und was willst du? Okay. Ich bin Geralt, ein Hexer. Verschwinde! Ich suche nach einer jungen Frau. Aschblondes Haar, Narbe im Gesicht. Lasst ihr mich rein? Nein. Okay. Wie viele seid ihr denn da drin? Warum willst du das wissen? Machst du eine Volkszählung? Ja. Der Bart meiner Mutter reicht euch zusammen, Jungs. Du da draußen vor der Tür. Geralt, richtig? Ja, Geralt. Hör zu, Geralt. Kommen wir zusammen. Wir haben Schiffbruch erlitten. Bestien aus den Tiefen haben unsere Freunde verschlungen. Und der Rest hat hier Unterschlupf gefunden. Rührende Geschichte. Ist aber nichts Besonderes. Auf der Insel lauern viele Gefahren. Aber das dürfte erklären, warum wir misstrauisch sind. Okay, und was wollen die jetzt eigentlich? Diese Unterhaltung wird langweilig. Hört zu, ich mache euch einen Vorschlag. Oh, wenn das ein Dämon ist, dann will er uns überlisten. Ich bin kein Dämon. Ihr braucht mich nicht zu fürchten. Lasst es mich beweisen. Und wie willst du das tun? Okay. Wenn ich eure Kameraden finde, glaubt ihr mir dann, dass ich euch nichts tue? Ja, aber das wird nicht einfach. Wie viele sind es? Drei. Ivo, Gaspard und Fering. Wo sind die? Dieser Ivo. Wo soll ich nach ihm suchen? Der Teufel hat darauf bestanden, die Höhlen im Osten zu erforschen. Ich wollte ihm die Idee aus dem Kopf schlagen, ließ sich nicht umstimmen. Okay, müssen wir das durchkaspern. Gaspard. Wo finde ich ihn? Er sagte, es sei schwachsinnig, auf Rettung zu warten. Wir sollten was unternehmen, oder zumindest er würde es tun. Angeblich hat er ein Licht draußen auf dem Meer gesehen und wollte auf den höchsten Gipfel klettern, um nach Schiffen Ausschau zu halten. Wo ist Fering hingegangen? Nach Westen, auf der Suche nach einem Schiff, das angeblich dort sein soll. Fering, er ist da geschickt. Er dachte, er könnte es reparieren.
seetauglich machen. Okay, schauen wir mal, ob wir finden. Also gut. Mal sehen, ob ich alle drei finden kann. Bis dann. Ich bin froh, dass du Verständnis hast. So. Okay. Dachte ich mir schon. Wir haben hier Plätze nicht dabei. Das heißt, wir müssen hier dann alles ablaufen. Lästig. Okay, wir wollen ein paar Leute ärgern. Die nicht runterkommen. Ich warte da nicht, bis die sich da bequemen, mich anzugreifen. Ich brauche die nicht. Alter, geht jetzt her. War eine Menge von den Viechern hier. Mal so, die könnten da nochmal so viel herstellen. Das wird mir wahrscheinlich nicht verjucken, aber. Scheiße. Ja, ich wollte eigentlich den Quest abschließen. So. Keine Lust, mich mit denen aufzuhalten. Sumpfschrulle, Alter, ist wieder so. Diese scheiß ertrunkenen Weiber. Die gehen mir sowas vor auf den Sack. Die sind saulästig, wenn die nicht gleich killt. Wasserweiber. Ein Mensch. Ha, wie schön, dich zu treffen. Ich habe mit deinen Freunden gesprochen. Komm runter. Gut, ich komme. Du Glückspilz, du. Weißt du, eine Sache bereue ich, dass... Ist der blöd? Tot. Verdammt. Tja, was macht man jetzt? Toll. Okay, das ist nicht der Höchste anscheinend gewesen. Weil nicht der, wo das Schiff viel tauglich machen sollte. Oder den Berg schauen sollte. Ja, ist wurscht. Der war auf jeden Fall nicht der Höchste. So. Ja, die ist raufgeklettert. Das müssen wir auch wieder runter machen. Nein, du sollst da nicht runtergehen, du Vollpfosten. Wir müssen nach oben, Kann ja, dass die alle ein bisschen wahnsinnig sind. Hey, wach auf. Lass das. Zurück ins Bett, Leckermaul. Wach auf. Was ist denn? Wer bist du? Ich bin Geralt. Genau, wir sind der Geralt. Deine Freunde haben mich gebeten, dich, Fereng und Ivo zu suchen. Ich fürchte, dass sie tot sind. Monster haben Ivo umschwärmt. Hab's mit eigenen Augen gesehen. Und Fereng, hab seinen Schrei gehört. Und dann das Brüllen einer Bestie. Gehen wir zurück zur Hütte. Ich beschütze dich unterwegs. Schade um die Kameraden, wirklich. Aber was soll man machen? Komm jetzt. Aber ich sollte dich warnen, dass ich an Schlafkrankheit leide. Das bedeutet... Ich weiß schon. Keine Sorge, ich halte dich wach. Dann gehen wir. Ernsthaft, erzählt mit Schlafkrankheit. Das ist ja echt eine Sauerei. Deswegen hat er auch um Seelenruhe Nickerchen gehalten. Ich glaube, das wird nicht so einfach. Ich muss nochmal die Hütte markieren, dass sie auch ungefähr den richtigen Pfad nehmen.
Ja, wieder so ein Nebling. So, keiner her. Na komm her, bam. Du schön in die Fresse. Kommst du jetzt mit? Ich düse ein. Bald sterben. Mach auf. Ich will nicht zur Schule. Ich hasse den Kerl jetzt schon. Beweg dich, Mann. Wir haben hier nicht ewig Zeit. Weißt du viel über diese Insel? Fast nichts. Weißt du, dass sie auf keiner Karte ist? Ja. Das ist charakteristisch für verzauberte Inseln. Denkst du, sie ist verzaubert? Das ist das Einzige, dessen ich mir sicher bin. Ja, aber wenigstens eins wissen wir. So. Na auf mit uns. Vielleicht hätten wir die vorher trotzdem geil erledigen sollen. Und die erste. Die sich da dann mal ein bisschen. Ja, genau, geht doch, kommt näher. Aber die müssen wir geil töten, bevor die wieder versucht wegzufliegen. Hat schon mal recht ordentlich aus. So, unser Vielschläfer, auf geht's. Wir schauen, ob wir jetzt da weiterkommen. Weh, der andere hat auch wieder so einen Scheiß. So ein Schlafgang oder so ein Rotz. Alter, der Zwerg ist echt nicht der Schnellste. Muss man ja wirklich einmal gesagt haben. Ich bin so müde. Fahr zur Hölle. Schlafkrankheit. Ohne Witz. Komm schon, steh auf. Oh, lecker Maul. Bist wieder ungezogen. Was? Ich bin wach. Will gar wissen, was der träumt. Uns mit zwei gehen die auf Seefahrt? Den kann man doch zu nichts brauchen. Was hat dich an diesen seltsamen Ort geführt? Ich suche jemanden. Hier? Hm, das hat sich so ergeben. Willst wohl nicht gern darüber reden, oder? Nicht wirklich. Kommt der jetzt zu? Mit der Zeit, Gaspard. Hier scheint es sicher zu sein. Komm aber wieder zurück. Und beeil dich, ja? Hier gibt es nicht wirklich viel zu sehen. Ja, haben wir schon festgestellt. Ein Haufen Monster gibt es. Dann war es aber schon. So. Ja, ein Gegner war. Gibt es viele Neblinge, Wasserweiber. So die Hauptgegner hier, wa? Zeit zu sterben. Da Habien. Okay. Okay. Nichts Besonderes. Dann ist noch einer. Da kommt er, da sieht man schimmern, jawohl. So, interessante Kreatur. Alter. Ein wollte Bies. Vor den Bies fliehen. Die kurzen Beine, er war zu langsam. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was der Bies für Ding war. Der hat, glaube ich, zu Konstrukte, ne, das war Schmarrn. Relikte. Teufelsbubbles Zamum. Oh, was wir überhaupt dabei haben. Renikaretsche, Dimiterium Bombe.
Reliktenöl? Ich habe immer noch kein Reliktenöl. Sonne der Scheiß. Das ist nicht in Ordnung. Ich hoffe, dass ich da besser das Summon. Der Dach hat jetzt so Reliktenöl schon gemacht. Können wir das mal eigentlich herstellen? Ich finde ja recht cool, wir haben jetzt fetten Kampf und können uns da wunderbar im Ding. Okay, während des Kampfes nicht verfügbar. Scheiße. Moment mal, eine Sache wird wichtig und zwar, Leute, verbesserte Katze. Warte mal, das falsches. Falscher Trank. Weil wir gegen Hypnose dann immun sind und der wird uns versuchen zu hypnotisieren. Wenn wir den jetzt erst einmal ein bisschen Schaden gedrückt haben. Aber wenn das jetzt ein bisschen dauert. Komm schon, komm näher. Was ich mir auch so überlegt habe, was saunützlich ist für so starke Gegner, wo dann auch eine Vitalitätsregeneration haben. Jetzt bei dem wird es aus. Weil der regeneriert sich nur 6 pro halbe Sekunde, glaube ich, so in dem Dreh ist es 1, 2, sagen wir 12 Leben pro Sekunde. Ja, ich glaube, der hat jetzt versucht schon zu hypnotisieren, so wie das ausgeschaut hat. Und gegen sowas ist natürlich erschwert mit der Blutenfähigkeit natürlich nicht schlecht. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe das Silberschwert vorhin gewechselt, ob ich überhaupt noch... Ja genau, jetzt sieht man es. Dann drückt nämlich der, wird nämlich der sekündlich Schaden zugefügt. Und du hebt, man hebt sozusagen diese Vitalitätsregeneration sozusagen aus. Hebelt man aus. Und dann kann er versuchen machen, was er will. Der blutet dann einfach mal runterspülen durch. Einer der Vermissten. Schade, dass er tot ist. Aber es war klar, dass der Tickel tot ist. Wenn ich den BS da so angeschaut habe. Diesen Viech. Der andere, der hat sich selbst getötet. Ganz lustig. Also müsste es auf jeden Fall sinnvoll, die Katze zu verbessern für später. Dann tut man sich gegen so einen BS. Wenn man so was über einen Hexerauftrag so, über so einen mal stolpert oder so einen killen muss, jetzt wie hier, tut man sich natürlich dann um einiges leichter. Und ein Schwert mit Bluten. Ist auch sehr nützlich gegen Werwölfe. Weil die haben ja noch eine viel üblere Regeneration jetzt wie so ein BS, die 6, wo er sich da die paar Punkte, wo er da regeneriert. Das ist zum Machen. Aber Werwolf. Ich habe euren Freund dabei. Wirklich? Dann soll er was sagen. Mach auf. Ja, ich bin wach. Gaspar, zurück, ich öffne die Tür. Gaspard, du siehst verwirrt aus. Ach, verwirrt. Höchstens etwas schlaftrunken. Was ist mit den anderen? Einer war in der Nähe einer Monsterhöhle. Leider schon tot. Ich habe einen von der Klippe stürzen sehen. Hat sich den Hals gebrochen. Verdammt. Rabenik hatte mich gebeten, ein Auge auf diesen Rotzlöffel zu haben. War sein Neffe. Danke für deine Hilfe und... tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Alles ist schief gelaufen. Was sollen wir jetzt machen? Ich habe ein Boot. Ihr könnt mitkommen. Aber erst muss ich jemanden finden. Ein Mädchen mit aschblonden Haaren? Ja. Das tut mir sehr leid. Was? Jetzt komm ich nicht mit. Was willst du damit sagen? Sie ist ganz kalt. Ihr Geist hat sie verlassen. Sie muss gestorben sein, kurz bevor wir sie gefunden haben. Wir warten beim Boot. Gestorben? Das schauen wir uns nochmal näher an. Vielleicht hat er die einfach bloß... ja, in eine Art Schlafzustand versetzt. Könnte ja sein, oder? Aha, da liegt sie.
Hat ja Ewigkeiten gedauert, bis wir die gefunden haben. Kein Ding und flackert rum. Scheiße. Ist die jetzt wirklich tot? Das wäre schon auch gar, oder? Ich will dir da wilden Jagd in den Arsch treten. Okay, das Glühwürmchen war ja Geist. Interessante Geschichte. Dann hast du nicht alles vergessen, was Wesemir dir beigebracht hat. Ein Hexer kann das Essen, das Trinken und sogar das Atmen vergessen. Aber ein Hexer vergisst niemals, sich um seine Klinge zu kümmern. Ja, das habe ich auch ständig wiederholt. Und es wurde mir nie langweilig. Was für eine Kreatur war das? Was, Kreatur? Von der du die Narbe über dem linken Auge hast. Die ist neu, die kenne ich noch nicht. Eine Erinnerung an die Gorgo von Spala. Eine Erweiterung meiner Sammlung, nichts Besonderes. Aber deine ist dafür gut verheilt. Avalach, er hat ganz spezielle Salben für mich zubereitet. Aber das war, bevor der Fluch von ihm Besitz ergriffen hat. Wo er jetzt wohl sein mag? In Kaer Morhen, hallo? Wir haben den Fluch gebrochen. Er wartet in Kaer Morhen auf dich. Meinst du das ernst? Wahrscheinlich schon, bei sowas würdest du nicht scherzen. Das ist ein schönes Erwachen. Du vertraust ihm? Avalach? Er hat mich nie im Stich gelassen. Kein einziges Mal. Okay. Aber der war doch irgendwie... Warum hilft dir Avalach eigentlich? Wissende haben Menschen doch nie besonders gemocht. Er macht es nicht meinetwegen. Es geht um meine Kräfte. Als ob es jemals um was anderes ginge. Avalach hat versucht, mir beizubringen, wie ich meine Fähigkeit kontrolliere. Und er hat dafür gesorgt, dass ich Eredin nicht in die Hände falle. Okay, Eredin, wer ist Eredin? Und was hat Eredin vor? Was will er von dir? Was alle wollen. Die Kontrolle über meine Kräfte. Seine Heimatwelt steht vor der Vernichtung. Eredin möchte unsere Welt einnehmen. Genial, findest du nicht auch? Alleine kann er nicht viel ausrichten, also muss er eine Armee mitbringen. Aber seine Navigatoren können unmöglich ihn und tausende NL zwischen den Ebenen bewegen. Das erlauben ihre Fähigkeiten nicht. Deine dagegen schon. Genau. Und wenn ich dabei sterbe? Nun, dann war das ein notwendiges Opfer. Okay, jetzt wollen wir ein bisschen genau wissen, was sagen. Wie ist es gekommen, dass du mit Avalach gereist bist? Als ich dich und Yen auf der Malus-Insel verlassen hatte, wurde ich verfolgt. Eredin und seine roten Reiter waren mir auf den Fersen. Ich bin durch viele Welten geflohen, viele Male. Einmal hätten sie mich fast erwischt. Da ist Avalach aufgetaucht, aus dem Nichts.
Er hat ein Portal gefunden und uns in eine Welt gebracht, in der uns Iridin nicht finden konnte. Ungefähr ein halbes Jahr lang. Okay. Diese Welt, in der euch Iridin nicht finden konnte, was war das für eine? Du würdest mir nicht glauben, wenn ich es dir erzähle. Versuch's trotzdem. Die Leute dort hatten Metall in ihren Köpfen, kämpften aus der Ferne und benutzten so ähnliche Dinge wie Megaskope. Und dort gab es keine Pferde. Alle hatten stattdessen fliegende Schiffe. Ciri, lass den Blödsinn. Ich hab doch gewusst, dass du mir nicht glaubst. Wir hätten dort bleiben sollen. Warum bist du dann weg? Wieso bist du wieder zurückgekommen? Ich dachte, die Jagd hätte endlich meine Spur verloren. Ich dachte, ich wäre sicher. Außerdem wollte ich dich finden. Dich und Yennefer. Du hast nach uns gesucht, wir haben nach dir gesucht. Oft hatte ich das Gefühl, dass du nur einen Schritt entfernt bist. Dann wieder dachte ich, ich würde mich im Kreis bewegen. Das überrascht mich nicht. Manchmal bin ich wirklich überstürzt geflohen. Manchmal? Also, erzähl mir, wie alles gekommen ist. Schritt für Schritt. Iridin hat uns aufgespürt, als wir auf Arzgellig gelandet waren. Kurz darauf waren wir schon von Reitern umzingelt. Ich dachte, das wäre das Ende. Aber Iridin hatte andere Pläne. Er holte das Phylakterium heraus, entkorkte es. Wir waren von Nebel umgeben und Avalach begann, nach Luft zu schnappen. Hat Iridin so Avalach verflucht und seine Verwandlung in Uma ausgelöst? Ja, er wollte ihn nicht töten, nur erniedrigen. Aber Avalach wollte sich nicht kampflos ergeben. Er wirkte einen Zauber, der unter den Reitern großen Schaden anrichtete. Und auch einen halben Wald auf Arzgellig verwüstete. Aber er verschaffte uns auch Zeit zur Flucht. Avalach öffnete ein Portal und ich sprang hinein. Er sollte mir folgen, aber irgendwas ging schief. Der Fluch behinderte ihn und er erreichte das Portal nicht mehr rechtzeitig. Wir hatten uns geeinigt, dass wir uns in seinem Versteck in Velen treffen, sollte etwas schief gehen und wir getrennt werden. Okay. Aber ihr habt euch dort nicht getroffen. Nein, haben wir nicht. Sobald ich im Portal war, bin ich statt in Avalachs Versteck mitten im Buckelsumpf gelandet. Ich bin den Mumen nur knapp entkommen. Und da kam der Baron. Weißt du, dass er mich zur Jagd mitgenommen hat? Ich habe mit dem Schwert ein Wildschwein erlegt. Habe ich gehört. Reiner Zufall. Ich wollte an dem Tag nicht jagen, aber ich wollte auch nicht ablehnen. Ich hatte nichts dabei, was einer Jagdwaffe entsprach. Ich wollte nicht jagen. Ich bin durch den Wald gestreift, habe die Luft tief eingeatmet und dann plötzlich ein seltsames Geräusch gehört. Hat dich das Schwein angegriffen? Groß wie ein Büffel kam es direkt auf mich zu. Ich hatte nur mein Schwert. Ich musste es erlegen. Du hast dich gut geschlagen, so wie es die Männer des Barons erzählt haben. Alles einfache Soldaten. Aber wir haben uns blendend verstanden. Schade, dass ich fliehen musste. Aber ich wollte sie nicht der wilden Jagd ausliefern. Außerdem wusste ich da schon, dass der Fluch vorangeschritten war. Deshalb suchte ich nicht länger nach Avalach, sondern nach dir und Yen. Okay. Und wie hast du so einen Mann wie Hurensohn Junior kennengelernt? Ich konnte dich und Yennefer nirgendwo finden. Und ich brauchte jemanden, der das Phylakterium reparieren konnte. Das schafft kein normaler Handwerker. Ich brauchte einen Magier mit außergewöhnlichen Kräften. Rittersporn half mir dabei. Es war, als ob seine Ehre davon abhängen würde. Er hatte ein Treffen mit einem Magier vereinbart, aber das war nur eine Falle der Tempelwache. Das hat er mir gar nicht gesagt. Er wollte dich sicher nicht beunruhigen. Später haben wir herausgefunden, dass die Wache das häufiger macht. Um Leute zu schnappen, die mit den Magiern zusammenarbeiten. Wir mussten einen anderen Weg finden. So viel stand fest. Dann erzählte Rittersporn, dass er einen Mann kennen würde, dem ein Teil von Novigrad gehört und der mehr tun könnte als andere. Er würde sicherlich jemanden kennen, der das Phylakterium repariert. Hurensohn Junior. Ich dachte mir schon, dass es nicht die beste Idee war, aber ich war verzweifelt, hatte keine Wahl. Okay, ja, haben wir schon mitgekriegt. Hatte ich mir schon gedacht. Hurensohn war einfach nicht der richtige Komplize.
Dieser Einfallspinsel dachte, wir hätten ihn betrogen und hat dann Dudu entführt. Den ihr sofort befreit habt, nur um auf die Tempelinsel zu fliehen. Tolle Idee. Wir hatten das nicht geplant, hatten keine Zeit zum Nachdenken. Wir sind einfach los. Mir fiel nicht mal auf, dass mich die Wachen in eine Falle getrieben haben. Plötzlich war ich drin und wusste, dass ich verschwinden musste. Sofort. Und so bist du dann wieder nach Skellige gekommen. Die Küste von Hindarsfjall. Der erste schöne Ort, der mir eingefallen ist. Hjalmar und ich waren dort früher immer schwimmen. Moment mal, bist du wirklich zufällig dort gelandet? Ich dachte, du und Avalach, ihr hättet einen Plan. Nein, er spürte, wenn ich meine Kräfte eingesetzt habe. So wie Eredin spürt, wo ich bin und wohin ich reise. Tatsächlich ist Eredin kurz nach mir gekommen, mit seinen Reitern. Wieder ging alles sehr schnell. Lofoten, der Angriff der Jagd, meine Flucht und dann Träume. Nur Träume. Okay. Was hast du geträumt? Ich hatte in letzter Zeit nur Albträume. Ziemlich schrecklich. Ich auch, die meiste Zeit über. In einem verfolgte dich das Monster eines totgeborenen Kindes. Boah, das war schrecklich. Das haben wir sogar gemacht, oder? Ich hatte auch ein paar schöne Träume. In einem saßen wir an einem Feuer, tranken guten Wein und alle Leute tanzten und lachten. Der gefällt mir viel besser. Mir auch. Aber diese Träume und die anderen endeten in einem Turm. Egal, was ich geträumt habe, am Ende ging ich immer in einen Turm hinein. Und was für Ort war das dann genau? Hast du ihn erkannt? Weißt du, wo er sein könnte? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, aber irgendwie kam er mir bekannt vor. Und schrecklich. Der Turm war kahl und tot. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich ihn betreten musste. Hast du es getan? Nein. Alle Träume endeten damit, dass ich nach dem Eingang suchte. Und beim letzten Mal sah ich statt des Turms dein besorgtes Gesicht. Wäre die Narbe über deinem Auge nicht gewesen, hätte ich gedacht, dass ich immer noch träume. Okay. Ich hatte Angst, dass du tot bist. Habe ein paar Zwerge gefunden. Sie sagten, sie hätten versucht, dich aufzuwecken, aber du wärst eiskalt gewesen und hättest nicht geatmet. Und trotzdem bist du reingekommen. Wer hört denn heute noch auf Zwerge? Da fällt mir ein, sie sind bestimmt schon nervös. Wir sollten gehen. Ich habe ein Boot am Strand. Sobald wir anlegen, reiten wir nach Kaer Morhen hin. Gut. Ganz gewöhnliches Reisen. Das war schon immer besser. Doch ein Portal wäre schneller. Und würde uns Eredin direkt auf den Hals hetzen. Das sollten wir nicht riskieren. Außerdem hasse ich Portale. Das ist der zweite Grund, der wichtigere in dem Augenblick, ne? Verdammt. Die sind abgehauen, oder was? Die feigen Schweine. Will sich aber nicht das Spiel aufhängen. Hör zu, wir müssen überlegen, wie wir... Okay. Kälte, Eis. Bring uns weg von hier. Sie werden wissen, wohin wir gehen. Sie werden mich finden. Das wissen Sie jetzt schon. Ciri, bring uns nach Hause. Beruhig dich mal, Mädchen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Müsste jetzt langsam mal einen Cut machen. Schauen, wie es jetzt in Kaer Morhen ausschaut. Okay, wir sind wieder da, wa? Schönes Pferd. Der Onkel Wesimir. Bester Mann. Hoffentlich haben die sich gut vorbereitet. Jetzt geht's bald rund. Mhm.
Nee, wir schauen schon ganz ungeduldig vom Turm her. Was zum? Juhu! Okay, ich glaube, die ist nur ein wenig verwirrt, nur ein wenig durch. Willkommen zurück, Kind. Siri! Okay, jetzt übertreiben wir nicht, Mädel. Mann, bist du hübsch geworden. Stehen wir hier nicht rum. Begrüßt lieber die anderen. Ihr habt euch gar nicht verändert. Ihr seid so wie in meiner Erinnerung. Okay, gehen wir jetzt rein. Was? Kleine Schwester. Diese böse Schau, das war klar. Alle sind hier, die du um Hilfe gebeten hast. Avalach ruht sich im Turm aus. Sein Zustand ist immer noch schlecht. Kein Grund, das hier draußen zu tun. Kommt rein. Okay. Verdammt, wie schön, dich wiederzusehen. Wir sollten nicht hier draußen bleiben. Ja, kommt, wir sollten den Rat einberufen. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal Cut. Jen, du kennst die wilde Jagd besser als alle anderen. Und was kannst du uns über die Magie sagen? Dann werden wir sehen. Ich glaube, wir steuern jetzt langsam aufs Finale zu. Also dann, ciao, bis zum nächsten Part.